Ja, liebe Freundinnen und Freunde, natürlich ist es erstmal gut für die Abstimmung im Parteirat, wenn die Fraktionsvorsitzenden da drin sind. Das wird ja keine einfache Angelegenheit sein. Keine einfache Angelegenheit sein, weil wir sind ja in der Tat die kleinste Oppositionsfraktion und auf der anderen Seite haben wir starke Länder, die im Bundesrat Einfluss nehmen können. Das muss man koordinieren und das muss gut funktionieren. Das muss übrigens vor allem gut funktionieren bei unserem großen Thema, nämlich bei der Energiewende. Damit wir es schaffen, tatsächlich über die Länder und über unsere Arbeit im Bundestag zu verhindern, dass es immer so weitergeht, wie es in den letzten Jahren gewesen ist, dass wir immer weniger Energiewende, immer weniger Erneuerbare hatten und dass sogar der CO2-Ausstoß in Deutschland angestiegen ist, statt zu sinken. Liebe Freundinnen und Freunde, wenn wir es schaffen wollen, dass wir tatsächlich noch etwas bewegen für die erneuerbaren Energien, dann wird es unsere Aufgabe sein, mit sehr viel Kreativität, mit sehr vielen Ideen im Bundestag, im Bundesrat zusammenzuarbeiten. Und dafür ist der Parteirat der richtige Ort, liebe Freundinnen und Freunde. Dafür müssen wir uns einsetzen, weil das ist unser ureigenes Thema. Und wir haben viel darüber geredet, was die großen Fragen sind, mit denen wir uns befassen müssen. Wir haben geredet über die ökologische Transformation. Wir haben geredet über Gerechtigkeit. Wir haben geredet über die freie Bürgergesellschaft. Aber eine Fraktion, wie wir es sind, und bei einer großen Koalition und als Partei Bündnis 90 Die Grünen werden wir auch die Aufgabe haben, an die Kleinen zu denken. Wir werden die Aufgabe haben, die in den Blick zu nehmen, die ganz wenig Unterstützung haben, die Langzeitarbeitslosen zum Beispiel, die Armut auch noch vererben. Wir haben darüber diskutiert. Denen hilft nämlich der Mindestlohn noch nichts, auch wenn die SPD ihn durchsetzt, liebe Freundinnen und Freunde. Wir werden den Blick haben müssen, diejenigen, die soziale Bürgerrechte brauchen, darüber redet niemand außer uns. Es geht um Inklusion und tatsächlich Rechte und nicht nur darum, dass wir etwas abgeben, nicht nur darum, dass Alimentierung stattfindet und auch nicht nur darum, dass wir Institutionen schaffen, sondern es geht um echte Bürgerrechte und das ist eine Aufgabe, die wir als Einzige wahrnehmen werden im Parlament. Es geht darum, wie werden wir in Zukunft eigentlich mit Minderheiten umgehen in Deutschland. Wer kümmert sich denn darum, dass der CSU, die uns Versprechungen gemacht hat, dass der CDU dann wirklich Leute auf die Finger gucken, wenn es um Asyl, wenn es um Flüchtlingspolitik geht, wenn es darum geht, dass die Flüchtlinge, die hierher kommen, anständig behandelt werden, wenn es darum geht, dass sie überhaupt hierher kommen können. Die Katastrophe vor Lampedusa ist doch etwas, wo Bündnis 90 Die Grünen diejenigen gewesen sind, die gesagt haben, wir brauchen endlich eine andere Flüchtlingspolitik von Deutschland aus, aber vor allem in Europa, liebe Freundinnen und Freunde. Dafür sind wir da, dafür kämpfen wir und wir machen das mit aller Glaubwürdigkeit, aber vor allem mit aller Kraft und mit aller Leidenschaft, liebe Freundinnen und Freunde. Und es geht natürlich auch darum, wie gehen wir eigentlich in Zukunft um mit Schwulen und Lesben in unserer Gesellschaft? Da haben wir ja erlebt, auch in unseren Sondierungsgesprächen, da haben wir eine CDU-CSU erlebt, die hat gesagt, naja, wenn wir gezwungen werden vom Gericht, dann müssen wir das machen, aber ansonsten nicht. Und deswegen sage ich euch, wir werden die Kraft sein im Parteiensystem, die sich weiter dafür einsetzt, dass Schwule und Lesben, dass Transgender definitiv gleiche Rechte haben. Und zwar nicht, weil wir gezwungen werden, sondern weil wir es wollen, liebe Freundinnen und Freunde, die Öffnung der Ehe und natürlich das Adoptionsrecht für Schwule und Lesben. Und es wird darum gehen, dass wir die Partei sind, die das mit dem Datenschutz und mit dem freien Netz ernst nimmt, die deutlich macht, was Bürgerrechte und was Freiheit tatsächlich bedeutet. Liebe Freundinnen und Freunde, wir haben viele Wahlen zu bestehen im nächsten Jahr. Die Europawahl, die Kommunalwahlen und ja, bei mir zu Hause in Thüringen, im Nachbarland Sachsen-Anhalt, in Brandenburg, die Landtagswahlen. Und deswegen, wir haben gar nicht so viel Zeit zu sagen, wir kümmern uns jetzt erstmal darum, wie wir uns aufstellen, sondern wir werden kämpferisch in dieses nächste Jahr gehen. Wir werden kämpferisch dahin gehen und werden sagen, wir haben eine Vision von Europa, von einem sozialen Europa, von einem gerechten Europa, von einem Europa, was Zusammenhalt will und nicht getrennt sein. Und wir haben die Vision davon,
dass wir in den ostdeutschen Landtagen nicht nur wieder einziehen und darum kämpfen müssen, sondern dass wir da als starke Kräfte einziehen und mitbestimmen, wohin die Reise geht. Und gerne übrigens auch in den ostdeutschen Landtagen in Regierungsverantwortung. So selbstbewusst können wir gerne sein, liebe Freundinnen und Freunde. Und dass wir unsere kommunale Basis stärken, gehört dazu. Ich will gern dafür kämpfen, ich will gern mit dafür sorgen, dass wir in diesem Parteirat mit einem Selbstbewusstsein, mit aller Kraft dafür stehen, dass grüne Politik im nächsten Jahr wieder stärker und stärker und stärker wird. Und dafür hoffe ich um eure Unterstützung. Vielen Dank.